Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute machen wir das oft gewünschte und lang ersehnte Format, wie es mit eurem jeweiligen Sternzeichen gegenüber weitergeht, ja, mit eurem Herzmensch. Kann auch Freunde und Familie betreffen, je nachdem. Das wird ein Quickie-Reading, das heißt, wir ziehen für jedes Zeichen zwei Karten und ja, schauen eben da rein, wie es weitergeht. So, für ausführliche persönliche Legungen von mir zu euren Fragen, da klickt ihr einfach am Ende auf den Button persönliche Legung oder jetzt auf den Button Mitglied werden, denn persönliche Legungen sind nur für Kanalmitglieder in einem bestimmten Format möglich. Und ansonsten empfiehlt es sich wie immer, Aszendent und in Beziehungsfragen natürlich auch Mond-Venus mit anzuschauen. Das heißt also, klickt gerne am Ende auf die Playlist, die rechts oben eingeblendet wird, und sucht euch da eure jeweiligen Zeichen raus, weil erst dann habt ihr wirklich alle Infos, erst dann wird ein komplettes Bild daraus. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Stiere und den anderen 12 Zeichen und fangen an mit der Frage, wie geht es zwischen Stier und Widder weiter? Was passiert da? Stier und Widder. Okay, drei Kelche. Wir klären das Ganze. So, ja, hier werden Lösungen gefunden, hier gibt es Grund zum Feiern, meine Lieben. Da geht man in irgendeiner Art und Weise in so einen, ich sage jetzt mal fast schon nächsten Lebensabschnitt. Ja, es kann sein, dass man hier einen Heiratsantrag bekommt oder sich darauf einstellt. Hier gibt es die Möglichkeit, auch Probleme zu klären, ja, auch mit anderen, die vielleicht irgendwie betroffen waren von einer wie auch immer gearteten Konflikt. Das sieht tatsächlich sehr gut aus. Neue Lösungen, neue Wege und auf jeden Fall Gründe zum Freuen und Feiern. Stier und Stier. Oh, Stier und Stier arbeiten sich noch ein bisschen aneinander ab. Hier Stier und Stier könnten sich noch mal treffen, weil man vielleicht noch Sachen auszutauschen hat, weil der eine dem anderen vielleicht noch Geld schuldet. Ein paar Stier-Stier-Kombinationen versuchen hier auf Herz-Mensch-Beziehungsebene noch irgendwas zu retten. Das sieht mir aber nach mäßigem bis gar keinem Erfolg aus, muss ich euch leider sagen. Stier-Zwilling, wow, Stier-Zwilling, absolut gutes Match. Solltet ihr Probleme haben, werden die aus der Welt geschaffen. Da gibt es Lösungen, die die ganze Situation wirklich, wirklich verbessern. Solltet ihr Stiere-Zwilling auf der Arbeit haben, als Vorgesetzter oder so, da gibt es auf jeden Fall eine gute, gute Möglichkeit, da in Verhandlungen zu gehen für bessere Konditionen. Stier-Zwilling könnte auch den Entschluss fassen, umzuziehen für einen neuen Job oder aber den nächsten Schritt zu gehen, was auch immer das für eure Beziehung oder Freundschaft heißen mag. Stier-Krebs. Stier-Krebs, das ist Burnout. Das ist also Stier-Krebs, das ist das Gefühl von, ich bin K.O., ich bin total geschafft, ich bin total erledigt. Ich habe wahnsinnig viel gegeben, einer mag Grenzen überschritten haben und so weiter und so fort. Da kommt erstmal wenig emotionale Stabilität oder Wärme rein, muss ich euch leider, leider sagen. Müsst ihr sogar ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht weiter aneinander abarbeitet und schadet. Stier-Löwe. Stier-Löwe braucht erstmal keine Worte. Ja? Stier-Löwe könnte
könnte miteinander eine Flirtgeschichte haben, was Oberflächliches, ja. Es kann sein, dass ihr so verliebt seid, dass ihr gar keine Worte braucht. Es kann aber hier auch gut möglich sein, dass eine Stier-Löwe-Beziehung, die gerade sehr frisch angefangen hat oder wo man noch mal irgendwie sich noch mal ineinander verliebt hat, ja, dass da ein schnelles, jähes Ende einkehrt, meine Lieben. Stier-Jungfrau. Ja, da habt ihr sehr, sehr viel gegeben. Es kann sein, dass einige von euch zu einem Paartherapeuten gehen oder euch irgendwie Hilfe suchen. Ja. Es wird zumindest der Versuch unternommen, in diese Beziehung oder Freundschaft, wie auch immer, einen Fortschritt reinzukriegen. Das wird aber noch gute 3 Monate brauchen. Ja. Also im Gegenteil, also wir sind eigentlich so bis in den nächsten 9 Monaten ist es noch ein bisschen sehr anstrengend und zehrend, bis da der Fortschritt einkehrt, meine ich. Stier Waage versöhnt sich, ja, diejenigen, die getrennt waren, versöhnen sich und werden daraus gestärkt hervorgehen. Da gibt es neue Konzepte, da gibt es neue Ansichten, da gibt es neue Methoden, sage ich jetzt mal, wie man miteinander umgeht. Stier, Skorpion, auch hier, also das ist ja eindeutiger, geht's nicht. Ihr könntet euch gegebenenfalls zwischen einem alten Herzmenschen und einem neuen entscheiden. Ihr könnt aber auch euch versöhnen mit jemandem oder einen zweiten Frühling erleben mit jemandem. Und wirklich auch nochmal sich ins Abenteuer stürzen. Das wird leicht, das wird schön, das wird ja eine sehr, sehr erfüllende, bereichernde Sache. Stier, Schütze. Ich möchte nachzählen, ich habe mich gerade selber verunsichert. So, Widder, Stier, Zwilling, Krebs. Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion. Ja, doch. Lieber einmal zu viel, ne? So. Ja, also hier gibt man auf. Ne? Also Stierschütze gibt auf. Die Kombination, das funktioniert nicht. Man verunsichert sich. Es geht fast schon bis dahin, dass der eine dem anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnt. Da wird definitiv was losgelassen. Das ist sehr traurig, weil das mal von Stabilität und Sicherheit eigentlich entweder durchzogen war, man mindestens das Potenzial hatte. Aber das sieht nach, wir gehen getrennte Wege aus. Stier Steinbock, auch hier, da müsst ihr aufpassen, liebe Stiere. Wenn ihr das Gefühl habt, Steinbock ist nicht ehrlich zu euch, könnte sich das bewahrheiten, ja. Es kann aber auch sein, dass ihr in eine Art Konflikt geratet, wo ihr einfach nicht gewaltfrei miteinander kommuniziert. Ja? Also das sind Beleidigungen, das ist das ganz bewusste Stechen in Wunden, sowas. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, das kann euch sehr, sehr aufreiben noch. Ne? Es muss nicht sein, dass Steinbock das absichtlich macht, in einer bösartigen Absicht, ja, so huhuhu, ich betrüge jetzt meinen Stier. Das kann auch einfach aus einer Unsicherheit raus passieren, aber ich meine, Gründe gibt es immer, es passiert, ja, es kann auch sein, dass ihr das irgendwie, dass ihr nicht ganz ehrlich sein konntet aus irgendwelchen Gründen, aber da kommt gegebenenfalls nochmal Schmerz auf euch zu. Stier Wassermann, oh, sehr schön, das geht in Stabilität. Da gibt es Vertrauen, da gibt es vielleicht auch die Idee, irgendwie entweder zu heiraten oder sich irgendeine Art von Versprechen zu geben. Das ist im Fluss und nach können da auch wirklich Früchte geerntet werden, die ihr gesät habt, im Sinne von, ihr habt vielleicht ein bisschen Geld zurückgelegt und möchtet jetzt in eine gemeinsame Wohnung oder Haus ziehen. Also ihr seid einfach im Fluss und im Wachstum, ganz stetig und ruhig und stabil, so wie es sein soll. Stierfische,
Stierfische, das nimmt ein jähes Ende. Da ist entweder einer von euch wahnsinnig verunsichert und beendet die Beziehung aus einer Überreaktion vielleicht sogar raus, ja, weil die Verunsicherung so tief ist. Aber so oder so, es kann auch sein, dass ihr Stiere einen Fisch habt, einen Dickkopffisch an der Seite hattet und deswegen die Beziehung oder die Freundschaft hier leider ein Ende nimmt. Das sieht momentan nicht so danach aus, als würdet ihr einen gemeinsamen Weg, einen Weg in eine gemeinsame Zukunft gehen. Meine lieben Stiere, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.